Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Hellblitz in Your Sacrifice. Ja, weil Ravens Lied. So, wir werden jetzt aber mal hier weitergehen. Mal gucken, wo die Stimme herkommt. Irgendwo von da, oder? Was? Alter, ey, das ist so heftig. Okay. Valraven, challenge me. Da, ich hab's gewusst. Das war auch dieser Typ, den wir im letzten Part gesehen hatten, mal kurz. Ja, ich fokussiere ihn doch schon. Na wetten, wenn ich jetzt da gleich durchgucke, steht wieder nur sonst Geld. Skelett-Dingenskirchens, wollte ich schon sagen. Und ich hatte schon recht, es ist schon sogar davor passiert. Okay, ich muss jetzt einmal hier das Tor öffnen. So, zack. Aber wie gesagt, ich habe wie gesagt immer noch Angst, dass wir schon Sachen übersehen haben. So, wir müssen ihm jetzt einfach nur folgen. Dann werden wir das mal machen. Das ist diesmal der gute Mann da hinten. Wundern, dass ich mich die ganze Zeit so hin und her drehe. Ich gucke halt immer, dass ich hier ja alles mitnehme. Also klar, hier gibt es natürlich nicht irgendwelche Gegenstände, glaube ich, die man irgendwie sammeln kann. Aber ich suche halt nach diesen Infostein-Dingern da. Weil hier die schauen wirklich gerne alle. Aber ich glaube mal, auch hier ist nichts. Kann ich hier vielleicht noch hinter die Mauer gehen? Das? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Wenn ich jetzt hier gleich wieder an dem Baum hier vorbeigehe, ist er eh wieder weg. Und weg ist er, war so klar. Das war so klar. Is she lost? Wouldn't be the first time. Last winter, before the tragedy, she journeyed into the wilds of her native land, living off berries, roots and rabbits. It's not uncommon, you see. We call such a person a gallant. Some like truth become gout in search of panic. Others, like Senua, the purge a curse. Those who make it back are forever changed. Ich habe ihn nicht verloren. Ich weiß, wohin ich muss. Ich wollte nur hier hinten mal hingehen, zu gucken, ob hier was ist. Nein, aber hier ist soweit nichts mehr. Wir gehen mal hinten noch hin. Nope, okay, gut. So. Und weg ist er. Oh nein, doch, er ist noch da. Wow, ein Wunder ist geschehen. Ah, jetzt kann ich auch diese Tür wahrscheinlich öffnen. Beziehungsweise, ja, genau. Jetzt können wir hier wieder durch. Sehr cool. Ah, hier können wir auch noch einmal öffnen. Das machen wir direkt mal so. Did you see?
passiert jetzt, wenn ich hier hochgehe? Ich weiß nicht, ist eine Leiter, die habe ich gesehen. Aha, hä? Ach, dann guck mal, da ist so ein Dings. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Hä, wie? Jetzt guckt ihr hier runter? Oder wie? Mal gucken. Vielleicht kommen wir da jetzt noch irgendwie hin. Wir gehen jetzt erstmal hier. Wie komme ich denn da hin? Ja, ein Trick. How can she get out? Wait, it's him. Dark magic draws her closer. Okay. Jetzt können wir aber auf jeden Fall schon mal das Tor hin. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's an illusion. Sie stimmen immer. Sie sind zwar ganz cool mal, aber irgendwann denkt man sich einfach nur so, ja, Alter, bitte doch auf zu reden. Ach, wieso, wie komme ich da jetzt noch da oben hin? Also hier komme ich jetzt hoch, so bin ich ja sicher, aber die Frage ist jetzt... Wir können das Tor ja schon mal öffnen, das können wir ja schon mal machen. Außer es geht dann schon weiter, das wird natürlich ja nicht so gut. Also. Okay, gut. Trotzdem. Ich schätze noch da irgendwie das Teil hier zu finden. Oder da ranzukommen. Bis. Geht er durch? Wir sind jetzt hier rum, weil das Tor irgendwie nicht mehr wirkt. So, wie komme ich da hoch? Kann ich da hoch? Kann ich hier hochklettern? Nee. Oder hier, kann ich hier hoch? Nope, das geht auch nicht. Okay, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Wir gehen nochmal hier hoch, komm, das muss ja irgendeinen Sinn haben. Nein, ich wollte da nicht runter, ach. Vielleicht hier noch irgendwie was machen? Nee. Wie machen wir das jetzt? Kann natürlich auch sein, dass wir zurück müssen. Irgendwie hochzukommen. Gott sei Dank habe ich das Teil noch mal gesehen, ne? Ich glaube, ich weiß, wie wir da hinkommen. Nicht. Ich kann hier nicht drauf laufen.
Ich weiß, jetzt hat, weil Goldie ich hier mal wieder nur Zeit. Raus, wie ich es denn oder hinbekomme, da jetzt irgendwie noch etwas vielleicht. Wie kann ich hier was ändern? Okay, ich hab absolut keine Ahnung. Vielleicht habe ich es im Prinzip auch schon verkackt. Das kann es natürlich sein, dass ich jetzt gar nicht mehr da hochkomme und wir damit schon auch das erste nicht machen können. Aber ich habe es mir schon beinahe gedacht, dass ich es irgendwie übersehe. Einfach mal sagen, wir gehen dann mal weiter. Hier kann ich vielleicht hier hoch. Nope, das geht auch. Shit. Wenn ihr es wisst, wie ich das hätte machen sollen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht, ja, ich kann ja nichts mehr machen, ne? Ist ja klar. Dieses Info-Ding da hinten, das hätte ich. Meine Güte, ich will das nicht jetzt irgendwie. Das regt mich gerade so ein bisschen auf. Ich probiere es jetzt, komm, ich probiere es jetzt noch einmal. Ansonsten gehen wir weiter. So, wieso geht die da nie durch? Ich check das nicht. Jetzt geht sie durch. Wie gesagt, wenn es jetzt nicht hinhaut, dann schreibt es mal in die Kommentare, wie es möglich ist, darüber zu kommen. Ich schätze mal, das Ding hier wird hier nicht umsonst sein, oder? Nee, da kommen wir nicht hin. Es geht nicht. Was natürlich sein könnte. Gehen wir was anderes. Ach, darauf kann ich gar nicht. So, geht's jetzt vielleicht? Jetzt sind die Treppen nämlich wieder weg. Vielleicht können wir jetzt ja noch mal was machen. Wir gehen noch mal runter, so. Ich will an dieses Teil da dran kommen. Irgendwie muss das zu machen sein. Da gibt es eine Lösung für. Natürlich würde ich jetzt auch nicht nachts gucken, das wäre geschummelt. Das funktioniert einfach nicht. Ja gut, klar, dass ich da jetzt nicht hochkomme, war irgendwie auch logisch. Geht das Tor jetzt wieder? Oh lol! Das ist ja jetzt erst! Jetzt können wir darüber, wie nice! Oh mein Gott, okay. Wir haben's. Wir haben's. Wir nehmen alles mit, was geht hier. So. Ja. Das M. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir. And that the world of man was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls.
Ja, moin, ich bin so dumm. Ich wollte jetzt schon zum Tor. Was mache ich denn da, Alter? Ich bin ja total verloren. Ich muss doch schon gar nicht mehr zu dieser Treppe. Das Tor ist doch schon längst offen. Jetzt wollte ich. Ich wollte gerade sagen, ich hab's verkackt und muss nochmal die Treppe herbeizaubern, aber nein. Muss ich hier gar nicht mehr erholen. Die haben wir noch einmal gebraucht. Meine Güte, was ist denn mit mir los, ey? So, das sieht aber schon sehr ungesund aus. So, weiter geht's. Tor, öffne dich. We picture fear and we think of a shadow in the woods. A creature in the night. If only it were that simple. The worst kind comes without warning. A deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Ja, okay, ich schätze mal, das Tor werden wir jetzt hier nicht öffnen können, sondern ein bisschen da hinten weiter. Wir probieren es mal trotzdem, ich bin sehr neugierig. She can't go in there. Das habe ich mir schon beinahe gedacht. Ja gut. Ich würde mal sagen, was uns dort drin erwartet, sehen wir im nächsten Part wieder von Hellblade. Macht es gut. Ciao.